Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute habe ich wieder was ganz Tolles für euch. Und zwar zocken wir Horizon Zero Dawn, eins der coolsten Spiele überhaupt, zocken wir in Virtual Reality. Und zwar mit einer Mod von dem lieben Luke Ross. Ihr müsst leider, sage ich mal, ein bisschen was dafür bezahlen. Also er hat sich dafür entschieden, dass ihr das über die Patreon-Seite von ihm machen müsst. Findet ihr in der Beschreibung den Link, sowie alle anderen Sachen auch. Aber ich kann euch sagen, das ist wirklich super, super, super. An der Stelle nochmal danke an den lieben Woodghost, der mir das empfohlen hat. Und ich kann bestätigen, das ist wirklich toll. Also ich werde euch in dem Video also ein Tutorial zeigen und natürlich dann ein bisschen Gameplay, wie das dann später aussieht. Alle Infos zum Spiel und natürlich alle wichtigen Links zur Mod findet ihr in der Beschreibung. Danke an meine Sponsoren Woodless VR, Oppermann Events, Virtual Escape, Slim Beats und JN Design Media. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, und jetzt schauen wir erstmal, wie man diese Mod überhaupt installiert. Das ist ja, denke ich mal, das Wichtigste. Also, ihr müsst natürlich diese Mod erstmal runterladen. Dafür ist, wie gesagt, ein Abo erforderlich auf Patreon beim Luke Ross. Ja, das ist halt so, dafür hat er sich entschieden. Das muss man halt so hinnehmen oder halt eben auch nicht. Ja, dann kriegt ihr eine Datei, die sieht so aus, oder je nachdem, welche Version ihr kriegt, ist eine ZIP-Datei, die entpackt ihr bitte, ja. Und das Wichtigste ist, dass ihr einmal Horizon Zero Dawn startet, bevor ihr die VR-Mod. Also wenn ihr es gerade frisch installiert habt, bitte einmal starten, einmal ins Spiel reingehen, damit ihr die ganzen Verzeichnisse anlegt. Und ihr müsst auch einige Grafikeinstellungen im Spiel schon mal ändern. Und zwar habe ich die alle in der Beschreibung reingetan. Das ist wichtig, das sind einige Sachen, die will ich jetzt hier nicht nacheinander aufzählen. Das ist vielleicht dann auch einfacher, wenn ihr das in der Beschreibung seht, damit ihr genau wisst, welche Grafikeinstellungen oder Steuerungseinstellungen ihr ändern müsst im Menü. Habt ihr das gemacht, alles abspeichern und einmal aus dem Spiel rausgehen und dann geht ihr in Steam, Horizon Zero Dawn oder wo ihr auch immer das installiert habt, müsst ihr in das Verzeichnis gehen. Das findet ihr, indem ihr einmal Rechtsklick macht und dann Verwalten, lokale Dateien durchsuchen. So, dann haben wir einmal dieses Verzeichnis. Wichtig ist, dass ihr einmal diese Horizon Zero Dawn Exe seht. Ja, da müsst ihr das rein machen, was jetzt gleich kommt. So, dann habt ihr das entpackt, diese Mod, ja, und dann kopiert ihr diesen ganzen Inhalt einfach hier rein. Zack, so. Das könnt ihr wieder zumachen. Und jetzt einmal, hier ist so eine Batch-Datei, die macht verschiedenste Sachen, um das vorzubereiten. Einmal doppelklicken. Dann kommt Windows, so ein Fenster. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade in der Aufnahme gesehen habt. Und dann ja, steht hier, bla bla bla, kopiert, Sachen erfolgreich bearbeitet und ja, all done. Und dann zack und das war es soweit schon mit der Vorbereitung von der Mod. Aber jetzt müsst ihr noch einmal in Steam wieder hier reingehen und dann müsst ihr einmal nochmal in Eigenschaften gehen und hier, wichtig, VR-Kino-Modus ausmachen. Ja, sonst startet ihr das nicht richtig. Das muss aus sein, ja. Und dann geht's los. Dann startet ihr einfach quasi SteamVR. Also zuerst SteamVR starten, gucken, dass Controller und alles verbunden sind. Wobei, also mit Controller meine ich jetzt den Xbox-Controller. Ne? Also, oder ihr könnt es auch mit Tastatur und Maus zocken. Ne? Also es ist nicht möglich, das mit VR-Controllern zu zocken. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt hier mache, nicht. Also entweder Tastatur und Maus oder Xbox-Controller zum Beispiel oder Gamepad halt. Das muss alles verbunden sein und dann, wie gesagt, geht ihr hier auf Spielen. Es kann sein, dass da noch eine Meldung kommt, dass VR nicht supported wird. Einfach OK drücken und dann seid ihr im Spiel. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt an. So Leute, und schaut euch das mal an. Also das ist mal, ja, da macht es einen fast schon sprachlos, ja. Also ich habe tatsächlich jetzt die Grafikeinstellung auf Ultra. Und wie ihr seht, läuft das gut. Ja, so hier zu stehen ist schon wirklich krass.
Also ihr seht, wir haben ja auch Roomscale. Ne? Also ihr könnt das, wenn ihr wollt, auch im Stehen zocken und hier sogar ein bisschen rumlaufen. Das geht auch. Und wie ihr vor allem auch seht, ich bin in der First-Person-Perspektive, in der Ego-Perspektive. Das Spiel ist ja normalerweise aus der Third-Person-Perspektive. Und falls das nicht schon von Anfang an eingestellt ist, ihr könnt auch die Mod-Menü öffnen. Ich laufe jetzt mal gerade irgendwo hin, wo keine nervigen Leute sind. Mein Gott, haltet doch mal die Klappe. Es sind überall Leute, die mir auf den Keks gehen. Ich glaube, hier ist mal Ruhe. So. So, ich möchte euch nämlich kurz was zeigen. So. Wir drücken jetzt mal auf die Taste Pause. Und dann, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ihr das auch seht. Ja, ihr seht das auch. Super. Und hier, das könnt ihr sogar mit der Maus bedienen, haben wir verschiedene Einstellungen. Zum Beispiel hier für meinen Capture, was ich gerade aufnehme, können wir hier OBS Source machen. Wir können Autostart VR at Launch. Hier können wir die Größe vom User Interface noch einstellen. Und hier oben bei HZD, da können wir zum Beispiel wieder die Perspektive wechseln. Und jetzt seht ihr, jetzt sind wir hier in der Third-Person-Ansicht. Das geht auch. Ich mache das jetzt mal kurz weg, ja. Wieder das Menü. Und das ist jetzt halt, ja, Third-Person. Aber das ist natürlich nicht annähernd so geil. Könnt ihr auch machen, wenn ihr das wollt. Aber das ist jetzt nicht so meine Priorität. Deswegen gehen wir wieder hier rein und machen dann wieder die First-Person-Kamera an. Super. Ja, hier kann man noch einige mögliche andere Kameraeffekte, zum Beispiel, ja, das Field of View und alles Mögliche kann man hier einstellen. Könnt ihr mal ein bisschen mit rumspielen. Und so sieht das halt aus. Ne? Und wir können das halt ganz normal steuern. Also die Steuerung ist halt so, wie ihr das kennt. Also wenn ihr mit Maus und Tastatur spielt, halt hier Pfeile schießen und. Gegner bekämpfen. Hier habt ihr auch das auf Tab halt das hat. Das wird auch schön eingeblendet, aber ihr könnt das natürlich, wie ihr wollt, gerne auch noch zusätzlich einstellen. Ja, also ich finde es absolut geil. Ja, das ist wirklich eine absolute Glanzleistung. Und sieht super toll aus. Guckt euch mal das an. Vor allem ist das alles in 3D. Ja, also hier diese Felsen, die ich jetzt hier gerade sehe. Also wenn ich die so anfassen kann. Das ist kein halbgarer Mod. Das ist wirklich toll. Ja, das ist wirklich toll. Und sieht halt super aus. Also ich meine, ich habe jetzt wirklich alles auf Ultra gestellt. Und ich merke natürlich, ich weiß nicht, ob ihr das Rauschen im Hintergrund hört. Mein Rechner, der ist natürlich am Limit jetzt, ganz klar. Das ist ja wirklich eine Meisterleistung für den Computer. Aber guckt euch das an. Guckt euch das an. Es ist einfach der Hammer. Ich bin schwer begeistert. Ne? Und ihr könnt natürlich auch hier im Menü rumschrauben, wenn ihr das wollt. Wie alles wo ihr Bock drauf habt. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Super. Ja. Ja, was haltet ihr davon? Würdet ihr das ausprobieren? Das ist geil. Muss man ganz ehrlich sagen, das ist richtig geil. Und wenn ihr das Spiel schon habt, dann könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr das macht. Wie gesagt, so. Jetzt habt ihr es mal gesehen, wie es aussieht. Und vielleicht seid ihr auch so begeistert wie ich. wie gesagt, alle wichtigen Links und auch die Grafik- und Controller-Einstellungen, die ihr im Menü machen müsst, findet ihr in der Beschreibung. Ja, das ist wichtig. Und auch die ganzen Links zu den Dateien, die ich euch gesagt habe. Und vor allem auch den Link zu der Patreon-Seite von Luke Ross. Wie ihr das, da müsst ihr das Abo machen. Und ich glaube, 9 Dollar kostet das. Ich weiß es nicht. Ihr müsst es ja nur einen Monat quasi machen. Dann könnt ihr es ja direkt wieder deabonnieren quasi. Dann hat die VR-Mod halt dann 9 Dollar gekostet. So sieht es halt aus. Ihr könnt aber auch gerne mich supporten, wenn ihr wollt. Ab 1 Dollar auf Patreon. Würde mich auch richtig freuen. In dem ersten Kommentar findet ihr das angepinnt. Und ja. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.